Hallo, liebe Brilanöl-Zuschauer. Hier sind wir am Familientag im Kurpark. Neben mir Familie Bartsch, Frau Schulte Bartsch, hallöchen. Ja, schönen guten Tag. Unser Bürgermeister Christoph Bartsch. Ja, hallo. Und Lea, die große Tochter der Familie. Hallo. Ja, was ist hier heute passiert? An Muttertag, am 10. Mai, was haben wir hier gemacht? Ja, wir präsentieren die regionale Projekte, 4 Teilprojekte unseres Gesamtprojekts Stadtwald Leben. Das ist einmal der landschaftstherapeutische Weg, den wir heute sozusagen eröffnet haben. Dann der Trailground, vor 14 Tagen schon mal inoffiziell eröffnet, damit wir dem Druck aus der Szene nachkommen konnten, seitdem bestens genutzt. Dann haben wir den geologischen Sprung mit der Aussichtsplattform am Bildstein und letztlich den Waldfeenfahrt. Hervorragend. Landschaftstherapeutischen Weg, den haben wir ja schon mal unseren Zuschauern gezeigt, auch den Trailground. Der Waldfeenfahrt ist noch nicht ganz fertig, aber wird in den nächsten Wochen passieren. Der wird in den nächsten Wochen fertiggestellt. Aus unterschiedlichen Gründen, brauchen wir jetzt hier nicht zu vertiefen, sind wir noch nicht ganz fertig geworden mit allen Stationen. Aber ich sag mal, in 4 Wochen, spätestens Ende Mai, würde ich mal sagen. War ja auch einen langen Winter, ne? Der Trailground, den bist du auch schon abgefahren, habe ich gehört? Ja, genau. Und, wie findest du ihn? Ich finde ihn richtig gut, macht Spaß zu fahren. Super, Sie auch schon? Nein, nein, nein. Ich bleibe lieber auf dem Boden der Tatsachen. Ihnen liegt hier der landschaftstherapeutische Weg am nächsten von den Projekten. Auf jeden Fall. So als unser erweiterter Garten und jetzt auch noch therapeutisch optimal. Wunderbar. Und alle sind wir dann gespannt auf den Waldfeenfahrt. Den gucken wir uns dann auch an. Und wir nehmen noch ein paar Eindrücke hier aus dem Kurpark mit und wünschen ich Ihnen auf jeden Fall erstmal schönen Sonntag noch hier. Und wir lassen diese wunderbare Ruhe hier auf uns wirken. Ganz hervorragend. Hier ist Spielspaß und Spannung. Neben mir Jörg Schmitzheimer. Jörg, wie gefällt dir denn hier unser neuer Kurpark? Ehrlich, sehr schön geworden. Familienfreundlich. Nein, ist sehr schön. So, und dein Sohn macht da unten jetzt gerade Faxen hier mit diesem. Deshalb stehe so. Ich weit entfernt. Na, geh mal, komm, wir gehen mal näher. Du gehst einen Schritt vor und. Ja, aber nur ein Stück hier. Guck mal, hier ist auch Wasser, hier, wie das so fließt. Das ist ja, ist herrlich. Hallo, hallo, es ist Muttertag und wen treffe ich da? Die Mutter? Mutter, ja. Ja, so einfach ist es. Und die Schwester von der Mutter. Ja, wir freuen uns, dass wir dich aussehen. Ich habe heute schon geguckt und geguckt, habe keinen von meinen Kindern gesehen. Ja, und jetzt sind sie schwupp, ist die Hälfte schon mal da. Ne? So einfach ist das. Ach, was machst du hier? Sitzt du schön auf dem Bänkchen? Ja, in der Sonne. Herrlicher Tag hier heute, ne? Ja, sie ist 4:30, da hat sie sich doch wohl eine Pause verdient. Ja, hast du dir keinen Muttertag heute gegönnt? Hast du dir mal heute im Kurpark einen Kneippstand? Machst du mit Frau Becker? Mit Frau Becker, ehrenamtlich machen wir das. Ehrenamtlich, jetzt fragen sich die Leute, wer ist Frau Becker, die sie noch nicht kennen. Wir gehen mal, Frau Becker, komm mal hier, komm Frau Becker. Ja, das ist Frau Becker, Christa Becker, ne? Ja. Schön. Vorsitzende vom Kneippverein? Ganz genau, vom Kneippverein. Immer ehrenamtlich unterwegs. Was habt ihr heute hier gemacht? Wir haben Äpfel und Bananen verteilt für die Kinder, für Erwachsene. Wir wollten einfach ein bisschen zeigen, dass man auch gesund leben kann. Ich bin ja auch Kind, kriege ich auch einen Apfel oder eine Banane? Was du möchtest. Kannst auch ein bisschen Petersilie haben. Oh, dann nehme ich Petersilie, alles klar. Wir gucken nochmal hier. Schön.